Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Unser Aquarium hat sich schon sehr gefüllt, wie wir gerade merken, hier mit Koi-Fischen und Quallen, und wir haben wieder einen Intercom. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut. Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Loco. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Ich musste vorher darüber nachdenken. Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung. Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Was ist denn passiert? Sie erwähnten das bereits. Was ging denn schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten sie das Kommando. Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Sie haben trotzdem das Richtige getan. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn Sie dafür befördert wurden, müssen Sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Wenn Sie alle gerettet hätten, wäre es dann besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja. Darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Auf jeden Fall. Wenn wir das hier überleben, ist die Sache klar. Sie sind ein verdammt guter Soldat, Vega. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ich denke darüber nach. Wirklich. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es zuerst aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Loco. Gerne doch. Das Bett ist viel härter, ja. Auf jeden Fall. So, Ach nee, das war falsch. Weiter Kleidung. Dieser Pullover. Naja. Da finde ich meine Jacke schon besser. Service-Sturmpanzer? PTF? Aha. Wir haben unterschiedliche Rüstung. Das hat halt Munitionskapazität, Waffenschaden, ne?
gekauft? Wieso weiß ich das nicht? Habe ich so viel Geld, dass ich sowas kaufe? Und, boah, ja, keine Ahnung, habe ich einfach. Habe ich da... Echt? Ich mach das mal. Guck da mal. Wird schon alles richtig sein. Ich geh mal ins Kids. Ach, komm. Willst mich doch wohl verarschen. Commander? Das ist unfassbar. Wir kommen hier nicht mehr dazu, das Spiel zu spielen. So, ändern wir mal wieder. Shepard, freut mich, dass Sie sich melden. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Das freut mich zu hören. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen. Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turianer und Kroganer zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Dem Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist das? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Das ist nur England. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tiegel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kai Leng war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Leng ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson, Ende. Na, wunderbar. Das ist doch immer unfassbar hier. So, Esse! Warum nicht gleich eine London-Mission? Kann man auch mit draufpacken. Sir. Ah ja, also, Miss, Ma'am. Also, was ist es? Können wir nochmal mit der reden? Ich dachte, haben wir eine Nachricht vielleicht auf dem Terminal? Wir haben leider keine Nachricht auf dem Terminal. Irgendwelche Leute, die wir in sein Büro einladen sollen. Irgendwas. Ich habe doch keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal. Nein, ich will keinen neuen Spielstand. Ich will. Das ist unfassbar. Irune. Können wir nach Irune? Das wäre doch mal eine sinnvolle Sache. So. Irune, warte, da habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ein Zettel für FIFA hier, warum? Irune, Prototype, das. Lanest? Nee, das ist was anderes. Wo ist denn Irune dann? Ach, keine Ahnung, ich kümmere mich nicht um Irune. Ich mach das, wenn ich es irgendwann mal hab. So. Thermorohr, da wird dran gearbeitet. Die können wir nicht direkt machen. Kriegsstratege, der Asare benötigt einen Code. Valhalla-Grenze. Ein Soldat kennt die Position von proteanischen Datenlaufwerken. Die eine Hilfe beim Tiegel-Projekt sein könnten. Beschaffen Sie sie von Garvuk in der Valhalla-Grenze und bringen Sie sie zu ihm in der Andockbruch der Citadel. So, Valhalla-Grenze. Das ist eh alles, was beim Bau des Tiegels helfen kann. Müssen wir eh machen. Von daher würde ich sagen, gehen wir da hin. Was? Außenzone? Valhalla, da.
Na, wunderbar, das ist auch die Reaper. Ich freue mich, Asta. Ja, und ich habe den neuen Folgenzahl noch nicht aufgeschrieben. Wir haben Folge 35. Okay, was ist das denn hier? Ja, ist ja ein Megasystem. Ist ja richtig viel, außer ein blauer Riese. Ja, gut. Ich habe etwas gefunden. Wie, was denn? Irgendwas, was lohnt? Ein Wrack. Ja, auf jeden Fall so ein Wrack. Das hat sich jetzt gelohnt, ohne Witz. Energiesprung erfolgreich. Rahir Leia ist 100%, das ist schon mal gut. Was ist denn so ein Wrack? Was sind denn das für Systeme? Garvuk. Und dann sieht das auch noch so aus wie ein Bewohnbarer. Im Jahr 534 C galt Garvuk als Handelsgut, das den Kroganern zur Beschwichtigung überlassen wurde. Zumal ohnehin niemand sonst auf so einem gefrorenen Gesteinsbrocken leben wollte. Technisch betrachtet ist auf Garvuk Leben möglich und es gab einen kleinen Farmgürtel entlang des Äquators sowie erhebliche Mengen an Meereslebewesen. Bis zur Jahrhundertwende hatten sich die Kroganer vollständig angepasst und brachten in großen unterirdischen Bunkern hunderte von Nachkommen pro Familie zur Welt. 100 Jahre später waren die schmalen Korallenriffe durch Überfischung und Umweltverschmutzung zerstört und ein Großteil der Kroganer brach Richtung Weltraum auf der Suche nach neuen Planeten, die sie ausbeuten konnten. Garvuk war denn für den Zitadellrat eine klare Lektion. Man kann Kroganern die Kontrolle über ihre eigene Populationsentwicklung nicht überlassen. Heute ist Garvuk ein gefrorenes Ödland, auf dem Ökoingenieure verschiedene Konzerne und versuchen, nachhaltige Landwirtschaft und wasserwirtschaftliche Modelle zu etablieren. Kroganer und Vorscharudel sind eine ständige Bedrohung und die Konzerne beschäftigen gut bezahlte Söldner, um ihre Operationen zu schützen. Signal bestätigt. Also, ich mach das einmal direkt, piep das da dreimal. So, was? Falsche Taste. Oben? Wo ist das denn? Auf der Spitze des Planeten oder was? Das muss ich sagen, fand ich ja echt in Mass Effect 2 irgendwie doch deutlich besser. Und in Mass Effect 1, also irgendwo fehlen die Marco-Missionen ja schon. Und ich hätte denen zugetraut, dass die das in Mass Effect 3 hinkriegen. Proteanische Datenlaufwerke, sehr gut. Und trotzdem, das abwechslungsreich ist. Ich fliege jetzt nach, wieso habe ich denn nur 50%? Was soll das? Ich scanne mal den Süden. Da ist was. Na, natürlich, das Wrack eines Treibstoffdepots. Das ist erfolgreich. So, fliegen wir nachher. Ich hoffe, das reicht. Nach Mika. So, erstmal den Asteroidengürtel. Aha, das meine ich doch wohl. Kakabil. Kakabil. Ja, ist ein super Name. Kakabil, der zweite Asteroid. Ah, okay. Kakabel, der zweite Asteroid in dem System, das sich um einen Element-Sibokern herum formiert hat, ist ebenfalls ein C-Typ-Asteroid mit einer Oberfläche aus hydratisierten Mineralien wie Carbonaten und Lehm. Unter der Oberfläche befindet sich flüssiges Wasser mit einigen Aminosäuren. Kakabel ist übersät von Minenstationen, mit denen die Quarianer so viel Sibo abgebaut haben wie möglich, bevor sie weiterzogen. So. Aha, da ist noch was. Farlas. Auf Farlas, einem von drei Asteroiden, die sich um einen Element-Sibo-Kern formiert haben, ist der Abbau von geringen Mengen Sibo am einfachsten. Farlas ist ein C-Typ-Asteroid mit Spuren von wasserführenden Mineralien und organischen Kohlenstoff in Form von Kerogen. Zurzeit ist der Asteroid umgeben von quarianischen Minenschiffen, die Treibstoff für die Flottille abbauen. Aha. So, kommt da gleich noch was? Da ist was. Israfil. Israfil, der größte des Isirotrios, ist ein C-Typ-Asteroid mit sehr hohem Silikatanteil. In seinem Flüssigwasser leben etwa 40 Spezies von Mikroorganismen und ihm wurde vorgeworfen, die Quelle des prion-basierten Biokriegsstoffs EHE, exotische humanoide Enzephalopathie, zu sein, den die Terrorgruppe Totenkopf im Jahr 2184 bei ihrem Angriff auf die Gagarin-Station eingesetzt hat. Ist dann noch was?
Nein. So, was haben wir denn da? In Duma. Duma wird von 51 Monden umkreist, darunter den präbiotischen Anaphil, und ist ein Standard-Wasserstoff-Helium-Gaskern mit aggressiven Oberflächenwinden, die über 1900 Stundenkilometer schnell sein können. Es wird davon ausgegangen, dass er wie sein Schwesterplanet Eloi extrasolar ist und eingefangen wurde. Und dann wird das hier Eloi sein, der ein schöner Planet, so an sich. Ich mag die Farbe, ne? Eloi ist ein kleiner Wasserstoff-Helium-Gaskern mit einem metallischen Wasserstoffkern, der noch dieses Jahr Schauplatz eines seltenen astronomischen Ereignisses sein wird. Der Komet Asaro wird bei seiner Umlaufbahn von 70 galaktischen Standardjahren dem Giganten so nahe kommen, dass man davon ausgeht, dass er als neuer Mond eingefangen wird. Dutzende von Weltraumsonden aus allen Teilen der Galaxie wurden ins Rahil-System geschickt, um diesen Moment aufzuzeichnen. Eloi liegt innerhalb der Frostgrenze seines Systems, wo sich Gasgiganten normalerweise nicht bilden. Man geht deshalb davon aus, dass es sich um einen extrasolaren Planeten handelt, der eingefangen wurde. Hinweise für Reisende. Eine statistisch signifikante Anzahl von Notsignalen wurde aus etwa 1 Million Kilometer Entfernung rund um Eloi registriert. Wahrscheinlich sind in diesem Gebiet Piraten am Werk. Von touristischen Besuchen wird abgeraten. So, jetzt will ich gerade mal wissen, wie viel Prozent haben wir? Natürlich haben wir da noch gar kein Prozent. Wieso kommen wir von oben rein? So, ich positioniere mich mal hier zwischen. Ich habe etwas gefunden. Aha. Nur um zu gucken, ne? Wegen Scanner und so. So. Was ist das denn? Fundbüro 9 von 10. Notfalltreibstoffkapseln. Ja, sehr gut. So. 3 und 3. Ach du Kacke. Also auf dem Planeten ist nichts mehr. Das heißt, ich mache erstmal den Asteroiden. In der Hoffnung, dass da nichts ist. Wow. Na, wunderbar. Scanner starten. So. Was ist denn da? So. Wow. Was haben wir denn gefunden? Jo, das kann man richtig gut lesen, was da unten rechts steht. Element Zero Converter. Aha. Na, aber natürlich. Na, ich werde das nicht schaffen. Niemals kriegt ihr mich. Reaper Umgang. Knapp. Nein. Ach komm. ULG-Sprung erfolgreich. Ab in die in den Citadel-Sektor. So, und hier machen wir einen Cut. Ich kann mir auch ungegrenzt scannen, kein Problem. Bis zur nächsten Folge und tschüss.